Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video und ja, das direkt vom Wasser, wie so oft. Und ich bin auch diesmal wieder nicht alleine am Wasser, sondern Tobias ist mit dabei. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Tobias veranstaltet hauptberuflich Grillkurse und hatte die geile Idee, Carsten und mich zu so einem Grillkurs einzuladen. Bei Carsten hat es leider zeitlich nicht geklappt. Bei mir hat es hingehauen. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Kurs eigentlich gestern Abend stattgefunden hätte. Und es ist jetzt halt so, dass ich aufgrund von Arbeit zu spät aus dem Büro rausgekommen bin und war dann halt statt um 17 Uhr wie geplant um irgendwie 21:45 da, also genau da, als alles dann letzten Endes auch fertig gewesen ist. Ja, dementsprechend habe ich vom Grillkurs wenig mitbekommen, das tut mir leid, ärgert mich auch voll, dass es so ist, aber es ist leider nicht zu ändern. Nichtsdestotrotz haben wir heute noch genug Zeit, weil wir gehen heute nochmal eine Nacht zusammen angeln. Das haben wir von vornherein so geplant, weil es sich gerade angeboten hat. In dem Zuge sind wir jetzt schon auf dem Fluss. Haben uns soweit mal die Stellen für heute angeguckt, die in Frage kämen. Fahren jetzt noch mal gleich zurück zu Tobi, da gibt es dann noch mal eine kleine Stärkung. Und dann geht es zurück ans Wasser, zum Platz und dann werden die Routen gesetzt. Tobias, was kriegen wir denn heute hier als Mittagssnack? Also hier kriegen wir heute Hähnchen-Oberschenkel. Die sind unten ein bisschen aufgeschnitten, damit die Marinade schön einzieht. Und die Marinade, das ist jetzt so eine typisch türkisch-marokkanische Gewürzmischung mit hier Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel, bisschen Koriander und sowas, Knoblauchkanulat. Das kann man ganz gut direkt grillen, das geht mal schnell nebenher. Und da habe ich jetzt noch einen Tzatziki dazu gemacht. Es gibt ein bisschen Brot und noch eine Salsa, die vom Grillkurs gestern übrig ist. Und lassen wir uns gleich einfach schmecken. Hört sich saugut an. Machen wir. Einverstanden. Lass dich überraschen. So, gut zu Mittag gegessen, alles gepackt, beste Voraussetzung, um in die Session zu starten, und genau das machen wir jetzt. Ich bin mit dem Boot schon auf dem Wasser, muss jetzt noch ein Stück weit flussauf fahren, um an den Platz zu kommen, den wir uns ausgesucht haben. Tobias kommt quasi mit dem Auto auf einem anderen Weg in Richtung Platz, macht dann die restlichen 100 Meter oder 200 Meter noch mit dem Trolley. Das ist jetzt so die einfachste Lösung gewesen und ja, wir treffen uns dann dort, dann werden wir uns mal so langsam auf den Platz einrichten, uns nochmal die Feinheiten angucken, alles soweit vorbereiten und dann geht's weiter. Leute, wir sind am Platz angekommen, haben uns hier ein richtig schönes Plätzchen rausgesucht. Und zwar ist es nämlich so, dass wir hier heute am Fluss einen leichten Hochwasserstand haben, also leicht erhöhtes Wasser. Und dementsprechend haben wir einen Bereich aufgesucht, wo ja, die Strömung ein bisschen gebrochen wird, wo es auf beiden Ufern kleine Kehrströmungen gibt, beziehungsweise Bereiche, wo die Strömung einfach nicht ganz so stark ist. Und genau die wollen wir eben heute Abend befischen, in der Hoffnung, dass genau dort sich Futterfisch aufhält, beziehungsweise auch die Welse hinkommen zum Ruhen und eben auch zum Fressen. Wir haben eine Wassertemperatur von knapp 20 Grad, so um den Dreh, plus minus, wodurch ich davon ausgehe, dass die Fische relativ aktiv sein werden. Hoffe ich zumindest mal, das wäre ganz schön. Aber normalerweise sollten sie das. Wir werden jetzt gleich mal auf den Fluss rausgehen und uns die einzelnen Spots für die einzelnen Routen raussuchen. Zwischenzeitlich haben wir jetzt hier schon mal ein paar kleine Grundeln gefangen. Die werden wir heute Abend nämlich neben den Tauwürmern auch als Köder einsetzen. Natürlich tot, aber in Gewässern, wo viele Grundeln vorhanden sind, und das ist ja mittlerweile fast in jedem nennenswerten Fließgewässer, da sind Grundeln immer ein Joker, weil sie einfach eine bekannte Beute sind. Und auf die wollen wir heute auch unter anderem setzen. Thank you.
So, wir sind jetzt gerade rausgefahren, ein paar Plätze mal angucken. Und hier, das ist jetzt schon mal so ein klassischer Platz, den wir jetzt hier hinter uns haben. So eine klassische Strömungstasche, wo die Strömung eben ein bisschen gebrochen wird. Man sieht es ganz deutlich am Treibgut, dass es wirklich langsamer fließt, das Wasser, als jetzt im restlichen Flussverlauf. Und das ist eben wirklich dann so ein Platz, wo es sich lohnt, eine Montage auszubringen. Ganz einfach, weil da eben Fische hinkommen zum Verschnaufen oder weil sie eben auch zum Verschnaufen und zum Fressen. Ja. Und wahrscheinlich, wenn wir den Bereich machen, da der Fluss ab von unserem Uferplatz liegt und wir die Schnur schön über die Büsche legen können, werden wir den wahrscheinlich mit einer U-Posen-Montage fischen. Das ist an der Stelle das Unkomplizierteste. Tendenziell sind wir aber heute daran interessiert, nur so wenig Schnur wie möglich im Wasser zu haben. Deswegen sind U-Posen-Montagen eigentlich nicht die idealen Montagen. Dementsprechend sieht es wahrscheinlich so aus, dass wir relativ viele Montagen abspannen werden, weil dann haben wir wirklich nur ein Stück von der Hauptschnur im Wasser, ein bisschen, also das Vorfach komplett im Wasser. In der Regel fährt man dann bei den Bedingungen hier mit Hochwasser und Treibgut eher besser. So, hier haben wir jetzt nochmal so einen typischen Platz. Also hier liegt eine Baumkrone, ist umgestürzt, liegt hier im Wasser, und hier davor haben wir jetzt so richtig schön, also hier haben wir eine Strömungskante. Und hier haben wir so richtig schön einen ruhigen Bereich bzw. einen leicht drehenden Bereich. Der geht auch noch weiter hier rüber, ist auch noch ruhig. Aber das hier ist halt jetzt wieder so ein Platz, wo ich sagen würde, wenn sie ziehen, dann ziehen sie hier vorbei. Und genau deswegen muss der Köder auch in die Richtung. Und das machen wir jetzt. Wir spannen die Route, also wir bereiten jetzt hier einen Ausleger vor, den binden wir da an. Und dann spannen wir das Ding nachher hier, ja, 1 Meter, 1,50 Meter, vielleicht 2 Meter, so weit weg eben, dass man hier nicht mehr mit der Schnur irgendwie mit der Krone zu tun hat, mit dem Haken, sondern dass man wirklich ganz sauber bzw. frei im freien Wasser hier präsentieren kann, direkt eben hier an der Strömungskante. So, die dritte Route, die haben wir oben in einen kleinen Strömungsschatten gepackt, und die letzte Route, da haben wir hier jetzt wieder für die letzte Route etwas größeren, ruhigen Bereich ausgesucht, da hinten, wo das Wasser sich auch wieder zurückdreht, haben wir jetzt auch wieder einen Ausleger angebunden. Hier bricht dann noch die Uferkante runter. Ich zeige euch das nachher natürlich nochmal wie gewohnt in der Skizze, aber grundsätzlich so, dann habt ihr schon mal ein Bild vom Platz. Also das heißt, gebrochenes, ruhiges Wasser unter den Bäumen, recht ufernah, fernab der Hauptströmung. Da geht die vierte Route hin. So Leute, die Montagen sind geknüpft, die Plätze sind soweit vorbereitet, wir könnten theoretisch schon loslegen, warten jetzt aber noch einen Moment ab, die Sonne steht noch relativ hoch. Da wir mit Würmern angeln unter anderem, möchten wir einfach noch ein bisschen abwarten, bis eben die Sonne verschwindet, die Aktivität von den Weißfischen zurückgeht und wir mehr Chance haben, über längeren Zeitraum sauber mit Würmern zu fischen, ohne dass sie uns geklaut werden von den Weißfischen. Ich möchte die Zeit jetzt aber auf jeden Fall noch nutzen, um euch genau nochmal zu zeigen, was wir hier heute machen werden, wie unsere Taktik ist. Und diesmal ist es so, da wir ein relativ kleines Gewässer befischen, dass ich einfach mal beide Flussufer mitgenommen habe. Das ist normalerweise nicht der Fall. Häufig beschränke ich mich auf das eine Ufer, aber da wir hier wirklich ein überschaubares Gewässer haben, eine überschaubare Breite, und wir beide Ufer befischen, sind sie jetzt eben hier auch mit drin. Ihr seht es wie immer rechts oder oben und unten die schwarze Kontur, das ist die Uferkontur. Dann habt ihr die Fließrichtung mit den blauen Pfeilen eingezeichnet, eben von rechts nach links. Unser Ausgangspunkt ist hier unten. Die gestrichelten Linien sind eben die Uferkanten, die runterbrechen. Hier seht ihr, dass wir auf dem anderen Ufer eben unter anderem Bäume haben, die ins Wasser reinragen, und auch Kehrwasser, also Kehrströmungen, wie beispielsweise hier, wo sich das Wasser eben zurückdreht, genau wie hier, was so ein bisschen mit der Uferstruktur zusammenhängt. Hier haben wir so eine kleine Ausbuchtung quasi. Hier liegt dann noch vorne so ein Ast im Wasser bzw. ein Baum. Dadurch fängt hier das Wasser komplett an zu drehen, was sehr interessant ist. Hier stehen eben Futterfische in den Bäumen drin, die wir gesehen haben. Hier ist auch wieder so ein Bereich durch die Hecke, die hier ist, wird hier das Wasser wieder gebremst und dreht sich. Und auf unserer Uferseite haben wir hier auch wieder so eine Bucht, wo das Wasser wirklich in einem sehr, sehr großen Bereich gebrochen wird. Und da wir heute eben hier erhöhten Wasserstand haben, sind das diese Bereiche, wo das Wasser zurückdreht und beruhigt ist, genau die Bereiche, die wir auch eben suchen wollen und suchen müssen, in der Hoffnung, dass da eben dann der Futterfisch in der Wels stehen. Und wie staffeln wir das jetzt nachher, wenn wir auslegen? Wir machen es so, dass wir mit 3 Abspannmontagen angeln. Das heißt, eine Abspannmontage, 2 Abspannmontagen, 3 Abspannmontagen. Die erste fischen wir am eigenen Ufer. Hier ist ein Ast reingekracht. Das habt ihr eben schon mal gesehen, wie wir den Platz vorbereitet haben. Den werden wir anspannen, hier auf einer Tiefe von 2,50 Meter. Und dann hier genau die Strömungskante fischen. Also hier drückt die Strömung noch konstant vorbei. Hier fängt sie an zurückzudrehen. Und genau hier haben wir einen reingesetzt. Dasselbe gilt hier oben, also hier haben wir auch noch die Hauptströmung, die vorbeizieht. Hier dreht sie zurück, und genau am
Punkt hier am Scheidepunkt sozusagen. Da hängt auch eine Montage sehr dicht am Holz, weil eben hier alles wirklich voller Futterfisch ist. Da sind auch die Rapfen die ganze Zeit schon am Reinrauben, also eine richtig heiße Route auch. Dann haben wir hier auf der gegenüberliegenden Uferseite von uns auch nochmal richtig weit Bäume ins Wasser hängen, und unter den Bäumen bzw. zwischen den Bäumen ist es so, dass die Strömung das Wasser einfach nochmal gebrochen wird. Es steht da fast, und genau das sind eben die Bereiche wieder mal, die wir brauchen. Wir sitzen da auch genau auf der Uferkante, also hier wird es direkt relativ tief, über 3 Meter. Die 2,80, die jetzt hier stehen, das ist halt die Tiefe, über der wir hier fischen, nicht in der wir hier fischen. Wir fischen nur auf halber Wassertiefe mit den Abspannmontagen, aber über 2,80 Meter Wasser, genau im Knick von der Uferkante. Und die vierte Route, die liegt relativ unspektakulär, aber dafür nicht weniger gut. Relativ kurz, seht ihr hier, auch am Ende von so einem Dreher, wo das Wasser am Ufer gebrochen ist. Jo, und das ist jetzt so insgesamt unser Plan, mit dem wir ins Rennen gehen. Wir werden 2 Montagen mit Tauwurm und Grundelkombi fischen, 2 Montagen mit Tauwürmern pur. Und dann schauen wir mal, was heute Nacht hier passiert. Tobias, was gibt's denn heute Abend zu essen, bevor wir auslegen? Also bevor wir auslegen, gibt es mal was zu essen, und zwar was Schönes mit Reis. Und auch wenn ihr immer erzählt, die Tütenreis, was ihr da esst, das wäre total lecker, tut ihr mir immer leid, wenn ich das sehen muss. Was, mit dem guten Onkel Benz Reis, genau, meinst du? Und deshalb haben wir hier heute Mittag schon rote und gelbe Paprika geschnippelt und Zwiebeln geschnippelt. Rinderhackfleisch über, das braten wir jetzt an. Dann haben wir hier in dem Topf, das ist noch ein Fond. Das koche ich mir immer aus verschiedenen Knochen und Gemüseresten. Das schmeckt immer anders, ist aber irgendwie immer lecker und ist eine super Basis für Soßen oder für Eintöpfe, wie wir es heute machen möchten. Und dann gehen wir her, wenn das angebraten ist, tun wir das erstmal mit einer schönen Tex-Mex-Mischung noch machen. Dann machen wir da Tomaten rein, stückige, und lassen diesen Fond aufkochen. Und wenn der Fond aufgekocht hat und ein bisschen reduziert ist, dann schütten wir dann den Reis dazu und kochen den Reis in dem Fond, dass der Hannes auch seinen gewohnten Reis bekommt. Das klingt nach einem Plan, sehr geil. Genau, so machen wir das. Besser können wir kaum gerüstet sein für die Nacht, denke ich. Für die anstrengenden Drills, die hoffentlich kommen. Jetzt blubbert das schön, und der Hannes hat gesagt, er mag es gern würzig und scharf. Da sind wir uns einig. Ich habe hier eine Tex-Mex-Gewürzmischung. Jetzt hat das ein bisschen gekocht, ist gewürzt, ist reduziert. Jetzt schütte ich hier noch 1.500 Reis rein. Das ist eine ordentliche Portion. Mal gucken, ob wir das nachher überhaupt schaffen. Sicher. Jetzt rühren wir mal rund, wenn der Reis aufgekocht ist und das schön sämig geblubbert hat, dann sage ich dem Hannes nochmal Bescheid, dann hält er für euch die Kamera nochmal rein. So, und während jetzt natürlich hier noch der Reis ein paar Minuten braucht, dann nutzen wir die Zeit schon mal, um 2 Montagen schon mal rauszubringen, und zwar die an unserem eigenen Ufer. Bei den anderen müssen wir noch einen Moment warten, ganz einfach deswegen, weil wir hier noch Bootsverkehr haben, und da bringt es nichts, schon über den Fluss drüber abzuspannen, bevor es nicht relativ dunkel ist und keiner mehr fährt. Dementsprechend die 2 Ufernahen auf unserer Seite können wir schon mal legen. Jetzt haben wir hier schon mal die U-Posenmontage vorbereitet, die plus abliegt. Ihr seht es hier, Tauwürmer kombiniert mit Grundeln. Das ist also eine der Tauwurm-Grundel-Mix-Montagen. Wir haben hier einfach 4 tote Grundeln, drauf oder 5, kombiniert mit ein paar Tauwürmern, 30 Gramm U-Pose. Und so schicken wir das Ganze jetzt ins Rennen. Kein Hexenwerk. Wir fischen hier einfach diese eine Strömungstasche, die wir da gefunden haben. Ich führe jetzt noch einen Stein mit der Hand, hier geht es in die Uferkante. Die ist aber in dem Moment nicht für mich interessant. Für mich ist interessant, wie die Strömung hier verläuft. Und ich gucke jetzt ganz genau, wo sie sich bricht und den Übergang bildet zur konstanten Strömung, und da kommt das Ding hin.
So, die Ruten liegen, die ersten beiden, und es sieht so aus, als ob das Essen auch fertig wäre, oder? Ja, ihr seht, der Reis, der ist schön dick, und das Beste zum Demonstrieren, dass so ein Reiseintopf fertig ist, ist, man macht so, weil wenn der Löffel jetzt umfallen würde, dann wäre es kein schöner Eintopf, dann wäre es Suppe, und Suppe wollen wir nicht haben, wir wollen ja gescheit satt werden heute Abend. Leute, ich kann euch sagen, das Zeug kann richtig was. Und jetzt beiß ich mir noch mehr in den Arsch. Auf Deutsch gesagt, dass ich gestern Abend den Grillkurs verpasst habe. Weil ich will gar nicht wissen, ich meine, das ist jetzt hier ein Eintopf, ja. Und eigentlich ist ja der Tobias der Spezialist fürs Grillen, was jetzt ja nicht direkt was mit dem Eintopf zu tun hat. Aber wenn ich jetzt schon sehe, wie gut der Eintopf ist, dann will ich gar nicht wissen, was ich gestern an Grillgut verpasst habe. Tja, wer zu spät kommt, der verpasst das Beste im wahrsten Sinne des Wortes. Dann muss ich einfach gucken, dass ich beim nächsten Mal früher dran bin. Aber jetzt gibt es erstmal Eintopf. So Leute, ihr seht im Hintergrund die Knicklichter. Die letzten Routen sind jetzt auch noch in Position gegangen. Bootsfahrt ist vorbei, hoffentlich. Aber normalerweise dürfte jetzt hier nichts mehr kommen, erfahrungsgemäß. Routen liegen jetzt. Wir hatten auch schon die erste Aktion. Allerdings glaube ich, dass das Weißfische waren, die sich an Tauwürmern zu schaffen gemacht haben. Deswegen müssen wir die auch auf jeden Fall nochmal kontrollieren nachher. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal zum gemütlichen Teil des Abends über. Drückt auf jeden Fall die Daumen, dass hier was geht. Es wäre so geil, wenn es klappen würde. Und wenn es nur ein Fisch wäre und auch nur ein kleiner, das wäre völlig wurscht. Hauptsache die Aktion hier funktioniert. Guten Morgen, die Nacht ist vorbei und wie ihr seht, hat es keinen Drill und keinen Biss und keinen Fisch gegeben die Nacht. Kommt vor, ist halt einfach so, gehört zum Angeln dazu, von daher ist es klar, dass es natürlich auch, wie wir das schon seit Jahren handhaben mittlerweile, dass es auch hier so gezeigt wird, wie es eben passiert am Wasser. Wichtig ist eben nur, dass man immer auf jeden Fall auch, das ist so meine Meinung, versucht aus diesen Plank-Aktionen zu lernen. Ja, natürlich hätten wir lieber einen Fisch gefangen, dann hätten wir noch mehr mitnehmen können, aber auch aus Planks kann man lernen. Wichtig ist es halt sicherzustellen am Morgen danach, dass man wirklich auch sauber gefischt hat, das heißt, dass an allen Routen noch Köder dran waren und dass alle Montagen die ganze Nacht sauber gefischt haben. Das habe ich jetzt eben gemacht. An allen Routen waren die Würmer noch komplett dran, das heißt, wir haben nicht die halbe Nacht Plank geangelt, weil uns irgendwelche Weißfische die Würmer geklaut haben. Die Würmer waren die ganze Nacht da, an Ort und Stelle. Treibgut war auch keins drin, wir haben sauber geangelt, von daher haben wir schon ziemlich viel erfüllt, was wir von unserer Seite aus haben erfüllen können. Einen gewissen Teil muss eben dann der Wels auch noch beisteuern, das haben sie jetzt in der vergangenen Nacht leider nicht getan. Und deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Entweder haben wir hier die falschen Plätze ausgewählt, also ja, was ich mir vorstellen kann, weil wenn wir die richtigen ausgewählt hätten, hätten wir ja wahrscheinlich was gefangen, ja. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass das genau die Plätze sind, wo ich schon zigfach Fische gefangen habe, also die Art von Plätzen. An dem Platz selbst hier haben wir ja vorher noch nie geangelt, zumindest ich nicht. Ja, keine Ahnung. Oder die Fische waren eben inaktiv, was ich mir aber eigentlich bei den Bedingungen auch nicht vorstellen kann. Ich weiß es nicht, ich werde wahrscheinlich noch die ganze Heimfahrt drüber grübeln, aber das ist jetzt ja sowieso alles Spekulation. Wichtig ist halt nur, das will ich euch sagen, dass man sich grundsätzlich da Gedanken drüber macht, dass man nicht einfach den Plank als Plank stehen lässt und dann beim nächsten Mal wieder an die Sache rangeht, sondern dass man versucht, möglichst viel noch daraus zu ziehen. Und dann kann man auch aus einer Session ohne Fisch viel für die zukünftige Angelei mitnehmen. Jo, und ansonsten möchte ich mich auf jeden Fall, bevor ich jetzt dem Tobi das Schlusswort überlasse, bei Tobi bedanken für die Einladung. War echt ein saugeiles Wochenende und ich freue mich schon drauf, wenn wir den Grillkurs irgendwann nachholen, weil das war echt eine absolut runde Sache. Also vielen Dank nochmal, Tobias, war echt geil und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Jo, was ich dazu sagen kann, ist, abgesehen davon, dass es mir einen riesen Spaß gemacht hat, der Blank, der ärgert mich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich konnte viel lernen über Platzwahl, über Tackle, über wie spanne ich mal richtig ab. Als Welseinsteiger war das für mich mal eine richtig coole, runde Sache. Hat mir gefallen. Und dann werden wir uns vielleicht im nächsten Jahr nochmal zu so einer Aktion treffen, wo der Hannes dann vielleicht auch nicht den Grillkurs verpasst und wir anschließend mal angehen. Definitiv. Und wo ich dann aber mich ein bisschen weiterentwickelt habe, wo ich sagen kann, guck mal, ich habe schon mal 2, 3 gefangen, jetzt lass uns das nochmal angehen. Sehr geil. Vielen Dank, Hannes. Sehr geil. Wie gesagt, ich sage auch danke und ich finde, so wie du es jetzt formuliert hast, ist das ein mega Schlusswort. Wir sagen danke fürs Zuschauen und ja, wir hoffen, dass wir uns in einem der nächsten Videos auf ZEC Plus dann wiedersehen. Also, bis demnächst. Ciao.